Das erschwert die Arbeit nur. Ich habe da was im Netz gefunden, das dich interessieren dürfte. Schön, Sie zu sehen. Ich habe einen Auftrag, der Sie interessieren dürfte. Nicht fein aus, der Kommunikator. Ach, schon gut, mein Freund. Das sind... Haben wir so gut wie gar keine Lust drauf, ne? Nein, da wollte ich nicht hin. Ach, gucken wir mal, was hier drüben abgeht. Danke, dass du vorbeikommst. Ah, wir können Fisch verkaufen. Cool. Gekauft. Yay! Endlich. Jetzt wollen wir das Ganze wieder anpassen. Transferroute wird überarbeitet. Hier drüben brauchen wir wahrscheinlich auch nichts mehr, was das betrifft. Die Frage ist, müssen wir noch ein weiteres bauen? Können hier von der Reihe nichts mehr. Obwohl, doch könnten wir in der Theorie schon. Flotte zu Stelle beordert. Was ist welche Flotte? Ist auch noch alles gerade im grünen Bereich. Ja, gut. Es ist aber immer noch nicht wirklich gut, ne? Naja. Wo war noch alles hin? Die Frage ist, macht, ich glaube, es macht ein bisschen mehr Sinn, auch zu warten mit den Upgrades gleich, dass wir ein bisschen das Lager füllen. Mit neuen Implantaten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Bis wir über 115 sind. Da war es auch seine Zeit, aber.
coole Sache. Und was macht die andere Mitfahrt? Oder eine andere Kamerasequenz? Ja, das ist noch sehr viel Land, was wir überbauen können, da steht schon mal fest. Wahnsinn, dieses Hochhaus-Wohngebiet. Das ist schon enorm. Das ist eine endlose Sequenz, oder was? So viel zu bebauen, das ist der Wahnsinn. Puh. Wie lange haben wir jetzt eigentlich hiervon? 35, wow. Ich würde sagen, wir warten echt, bis das Lager ein bisschen drauf bekommen hat. Die Frage ist, was mich interessiert, der Weltmarkt. Wenn das was haben Sie zu sagen? Zeit ist Geld. Ab der Intervall von 10 Minuten. Wir haben mehr hiervon. Nach Produktionspreis sortieren. Einkaufspreis nach Verkaufspreis. Ich sitze den ganzen Tag blöd rum. Gib mir in der Werft was zu tun. Heißt... Moment, andersrum. Geld ausgeben. Neue Transferroute wegen seiner wahre Energie. Arktis, das. Das sind wie viel? Das machen wir einen Plus von 122. Neue Route, wie wäre das denn mit den Vitamin-Drinks? Da haben wir 5 gerade noch so auf Lager. Minus 100. Okay. Dann machen wir mal. Für eine gewisse Zeit.
Quote ist registriert. Das erstmal so. Erfolgsliste aktualisiert. Transferroute registriert. Das sind die Luxusgut. Wir könnten ja theoretisch gesehen schon mal das Ganze. Das dauert ja noch ordentlich Zeit, bis wir hier auf. Okay, so eine Aufregung, aber das dauert noch einigermaßen, bis wir auf 115 Euro im Portal kommen. Dann können wir das Ganze schon mal ein bisschen vorbereiten. Von hier nach dort. Dann können wir uns hier vorne schon mal so ein bisschen lang schlängeln. Und vielleicht hier vorne geht das einmal noch hier hin, eine Straße. Gut aus. Dann haben wir hier noch mehrere Verbindungen. Machen wir schon mal so ein bisschen ungefähr das Straßennetz. Dann haben wir das schon mal. So. Vielleicht ungefähr so. Weiteren Verbindung von hier nach da vorerst. Alles weitere kommt dann danach, irgendwann später. Wir ja eigentlich theoretisch den hier halt irgendwo bauen. Wir haben noch keine Orbitalstation. Aber das werden wir dann ja bald haben. Oder? Oder ist das was anderes? Das ist wiederum die Frage. Allerdings, ich glaube noch nicht, weil das schaltet ja erst die Mondregion frei und ermöglicht Mondtransfer. Und heißt, wahrscheinlich brauchen wir erstmal den orbitalen Raumhafen, bevor wir. Ja, macht ja Sinn, ne? Orbitalstation ist ja wahrscheinlich dasselbe. Ermöglicht Energietransferrouten. Das wird auch interessant. Das wird auch höchst interessant. Aber wirklich höchst interessant. Manager Ornamente, was war das nochmal? Ah, cool. Trials Fusion Spieler, cool. ja, es gibt einen U-Bahnhof, okay. Nanotextilfabrik, in der man IntelliWare herstellen kann. Mikrochips aus Silizium, dann Silizium, Flachsplantage. Flachsphase zur Weiterverarbeitung, was. Ah, hier, Mikrochips, IntelliWare. Puh. Okay, der Rest ab 10.000 und dann deine U-Bahnhof ab 20.000. F-
2500 Administratoren. Haben wir nicht schon Administratoren? Ja, wir haben doch schon weit über 2500. Sie müssen in die Börse einsteigen, bevor sie das... Okay. Wie auch immer. Okay, wir sind ja schon fast bei dem meisten Technologie-Nexus. Ach ja, das war ja mit den Dings das. Next Special Delivery. Das wird natürlich auch wieder interessant. Ich glaube, dadurch können wir ordentlich Kohle rausholen. Aber es wird auch ordentlich Geld kosten. Um unter bevölkerten Leute zu finden, die aus neuen Welten können regelmäßige Shuttleflüge bringen sie zu ihrer Orbitalstation. Gewinnen sie Expertise, beaufsichtigen sie die Zusammenarbeit ihrer Orbitalwerkstätten und unterstützen sie Module, um die Expertise ihrer Astronauten zu maximieren. Wenden Sie neue Technologien an. Ihre Expertise kann am Technologienexus angewendet werden. Erweitern Sie Ihre Station mit Werkstätten, um Zugriff auf fortgeschrittene Technologien zu erhalten. Ja, das wird noch ein Projekt, was noch läuft, wenn Anno 1800 raus ist. Ah, ich verstehe. Wir müssen erstmal Level 10 werden, dann war ja was. Da war ja was, ganz vergessen. Irgendwann leuchtet hier grün. Ort. Wahrscheinlich kommen hier irgendwas. Alles, was du brauchst. Einen solchen Deal würde ich niemals ablehnen. Dann haben wir einen Deal, mein Freund. Nick erkennt ein gutes Geschäft, wenn er eins sieht. Mhm. Die richtige Ware zum richtigen Preis. Das ist schon mal gut. Das bringt ja ordentlich Geld gerade. Das ist sehr gut. Da können wir uns zumindest ein bisschen boosten, weil er betrifft. Ja. Die kleine Beaumont scheint ganz süß zu sein, aber... Was? Es macht sich schon auf den Märkten bemerkbar. Sie müssen handeln. Bestens. Die Regierung ist natürlich wichtig. Weil wir Iridium nicht produzieren können, abgesehen von dem... Ja, wie soll ich es nennen? Offshore-Iridium... von der Offshore-Iridium-Mine. Fracht eingesammelt. Aber abgesehen davon... Dann müssen wir das alles erst nochmal... Loswerden. Nee. Und wo war jetzt die dritte? Das waren sogar nur zwei, das wären drei gewesen. Nehmen Sie meine Glückwünsche. Ja, vielen Dank. Roger. Ich lass es mal deinen fahren, dann weiß ich immer, wo es ist. Und muss nicht Ewigkeiten danach suchen. Schon ordentliche Frachter jetzt hier durchschippern. Okay, wir haben es fast geschafft. Wir können gleich einen ordentlichen Batzen wieder aufleveln. Das ist ein ordentlicher Batzen, oder?
Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Hoffe ich mal. Wenn wir auf alle Fälle erstmal dieses Gebiet hier nehmen. Bevor wir dann in der Arktis wieder ordentlich leveln müssen, beziehungsweise ordentlich produzieren müssen. Für Spaß. Aber ich frage mich gerade, also ich würde ja spontan sagen, dass es gerade noch wenig Sinn macht, das Technologiezentrum zu bauen. Einfach aus dem Grund, weil wir noch nicht den Dings haben, den Orbitalraum haben. Für mich macht das gerade mehr Sinn, dass es erst ab dann irgendwie Sinn macht. Wenn das irgendwie wahrscheinlich ist. Aber gleich. Haben wir. Dann. Nein. Ich hab doch schon wieder irgendwas gedrückt. Das ist ein ordentliches Gebiet, was gleich pusht. Von zwei, drei Managern. Aus 4300. Folgende Baupläne sind Sojafarm, Rinderfarm, Weingut, Luxus-Manufaktur, neue Firmenstufe Level 9, Kreiders 51.000. Transferroute ineffizient. Ursache: fehlende Waren. Wir brauchen Informationen, wir brauchen natürlich Luxus-Kostmangel. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ich muss aber weiter upgraden, das ist natürlich hervorragend. Information. Können wir hier auch schon mal die Produktion starten wahrscheinlich. Boah, kostet so viel Geld, aber richtig viel. So, die Frage ist, ich würde mal sagen Sojafarm. Platzieren wir auf dieser Seite. Rinder würde ich dann schon mal hier ansiedeln. Das Weingut. Hier und Luxus kostet mal auf der anderen Seite. Boah, lecko mio. Energie fehlt in diesem Sektor. Lecko.